Heute geht es mal nicht um eine Lokomotive, sondern um diesen Güterzug Begleitwagen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Liebe Eisenbahnfreunde, und damit herzlich willkommen hier bei 3x Oberfranken. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie ihr eingangs ja schon gesehen habt, geht es heute mal nicht um eine Lokomotive, sondern es geht um einen Wagen. Ich hoffe, ihr bleibt jetzt noch dran. Keine Lokomotive, ein Wagen. Aber ich dachte mir, dieser Wagen ist es mal wert, in einem Video vorgestellt zu werden. Bevor es aber damit losgeht, habe ich noch zwei Sachen in eigener Position. Zum einen ist da Instagram, ich bin da jetzt schon länger dabei, aber irgendwie vergesse ich es immer wieder da zu erwähnen. Schaut mal bei Instagram vorbei. Deswegen habe ich mir gedacht, ich erwähne es jetzt extra mal hier. Ihr könnt gerne mal bei Instagram nachschauen. Da bin ich unter 3x Oberfranken zu finden, wie auch sonst. Und da gibt es Fotos und manchmal kann man an den Fotos schon erkennen, um was es im nächsten Film gehen wird. Also, wenn ihr Lust habt, schaut ihr da mal rein, Instagram, 3x Oberfranken, kann man sich die Bilder auch mal in Ruhe anschauen. Das war das eine. Das andere ist Shorts. Ja, YouTube bietet Shorts an. Das sind also diese kleinen Kurzfilme im Hochformat. Ich habe mich dazu entschlossen, auch diese Filme mit einzustellen. Ich habe also auch schon den einen oder anderen Short jetzt hochgeladen. Ja, ihr könnt euch auch vorstellen, es ist für mich wesentlich einfacher, mal so ein 30-40 Sekunden Drehchen zu machen, als so einen ganzen Schinken da zu filmen. Es geht einmal schneller und einfacher und man kann einmal schnell was zeigen. Das sind genau auch die Gründe, warum ich mich entschieden habe, auch ab und zu mal ein Short hier mit reinzufügen. Also, wenn ihr Lust habt, schaut ihr mal. Auf der Stadtseite kann man da, glaube ich, den Reiter Shorts sehen oder irgendwie kann man da die Shorts anschauen. Ich hoffe, es gefällt euch. Jetzt wird aber nicht mehr erzählt, beziehungsweise ich erzähle jetzt schon doch noch ein bisschen was, aber dann gehen wir jetzt auf die Anlage rüber, und zwar nach Waidhausen. Und da stelle ich euch jetzt mal die Wagen vor. Nein, ich habe noch was vergessen. Ich mache es anders. Entschuldigt bitte, ich bin ein bisschen durcheinander. Es geht also erstmal um diesen Wagen hier. Jetzt wird es scharf. Das ist der BWGS 41. Der ist letztes Jahr von Rocco rausgekommen und auf das Ding habe ich schon lange gewartet, weil das ist für mich so ein typischer Wagen auf Nebenbahnen. In Güterzügen ist der oft mitgefahren, auf der Steinachtalbahn leider nicht so oft. Da haben wir den BWGS 54 gehabt. Sieht also aus wie ein gedeckter Güterwagen, der 54er. Ich habe auf den 41er schon ewig gewartet und war jetzt so froh, dass er endlich gekommen ist. Habe mir auch zwei Modelle gleich davon gekauft, weil das Vorhaben war von vornherein klar, dass ich den einen altern werde. Und den zeige ich euch heute auch ein bisschen näher. Warum ich jetzt hier nochmal so rumlaber ist, vielleicht hört ja irgendein Hersteller zu. Es gibt diesen BWGS 54. Das ist eigentlich ein normaler gedeckter Güterwagen. So war der auch. Daraus ist der auch entstanden. Liebe Hersteller, warum schafft ihr das nicht, noch einmal diesen Wagen hier schön aufzulegen in der heutigen Zeit? Dieses Rocco-Modell, ich weiß nicht, wie alt es ist, es ist bestimmt 30, 40 Jahre alt. Ich habe hier auch noch die Originalverpackung. So hat es früher ausgeschaut. Also da ist der Wagen immer noch drin. Wenn ich ihn brauche, hole ich ihn da raus. Aber es wäre doch mal an der Zeit, diesen Wagen vielleicht neu aufzulegen. Und ich denke, das hat auch einen Anreiz. Hier sind jetzt zwei Fenster drin. Es gibt Wagen mit drei Fenstern. Es gibt noch Wagen mit Fenstern an der Stirn. Da gibt es also mehrere Möglichkeiten, was man da machen könnte. Also es wäre echt toll, wenn sich da mal einer entscheiden würde, so einen Wagen rauszubringen. So, das wollte ich jetzt noch unbedingt loswerden. Ist nicht nur mein Herzenswunsch. Ich kenne da noch andere Leute, die sich darüber freuen würden, wenn dieser Wagen noch mal rauskommen würde. Aber jetzt gehen wir wirklich rüber an die Anlage nach Waidhausen. Hier sehen wir also nun nochmal beide Wagen. Links den BWGHS 054, so heißt er ganz offiziell. Dieses schon etwas ältere Rocco-Modell. Und rechts daneben diesen grünen BWGS 041. Also beide
Güterwagen oder ich sage jetzt mal Güterzugbegleitwagen oder wie man auch noch lesen kann, Güterzuggepäckwagen, wurden hauptsächlich auf Nebenbahnen in Güterzügen eingesetzt und darin wurde zum Beispiel auch Expressgut transportiert. Die Wagen dienten aber auch für die Mitfahrgelegenheit des Rangierpersonals, wobei ich habe es meistens gesehen, die sind lieber auf der Lok mitgefahren, da war es irgendwie lustiger, glaube ich. Aber ich kann mich gut erinnern, in Waidhausen gab es ja diese Zugkreuzung, gibt es auch einen Film hier im Kanal, verlinke ich euch unten in den Beschreibungen. Da haben die also immer so eine halbe Stunde Zeit gehabt oder teilweise, wenn sie sich ein bisschen beeilt haben, noch länger Zeit gehabt. Hier in Waidhausen mussten die Kreuzung mit dem Personenzug aus Coburg abwarten und da kann ich mich gut erinnern, die haben da immer Karten gespielt und ja, Bierchen vielleicht nicht getrunken, ich weiß es nicht, aber es ist ja alles möglich. Bei uns im Coburger Land war also hauptsächlich der braune BWG HS054 im Einsatz, den grünen BWG S041, um den es dann heute hauptsächlich gehen wird, den habe ich einmal hier gesehen, vielleicht kram ich mal ein Bild raus, wenn nicht füge ich es jetzt mal ein. Ja, der war also einmal, habe ich den in Waidhausen gesehen und es hat immer so einen kleinen Farbtupfer gegeben in diesen braunen Güterzügen, wenn so ein grün, in diesen braunen Güterzügen, wenn so ein grüner Packwagen dabei war. Apropos Packwagen, da hat mich neulich mal einer in den Kommentaren angeschrieben, Packwagen, das sei nicht der offizielle Ausdruck. Ja, das weiß ich, aber wir sind hier in Franken und wir sagen eigentlich nicht Packwagen, sondern wir sagen Backwagen. Es ist eben so, das ist so der allgemein gängige Begriff für diese Wagen, auch in Personenzügen. Und deswegen entschuldigt bitte, wenn das jetzt nicht für ganz Deutschland okay ist, aber in Franken ist es einfach nur Packwagen. Wie ich eingangs erwähnt habe, ist dieser grüne BWG S41, also letztes Jahr im Sommer endlich rausgekommen von Rocco. Ja, ich habe mir dann gleich zwei Modelle gekauft. Es hatte den Hintergrund, weil so wie ihr ihn hier aus der Schachtel seht, sind die Dinger eigentlich nicht gefahren. Die waren schon ein bisschen heruntergekommen, entsprechendes Alter natürlich, Farbe verblichen und ich habe mir gedacht, ich mache da einen mal ein bisschen alt. Da ich mir aber nicht so sicher war, ob mir das gelingen wird und ich so immer ein bisschen im Hinterstübchen habe, naja, wenn man es nicht gleich kauft, dann gibt es nicht mehr lang diese Sachen, habe ich eben gleich zwei gekauft. Ich nehme den jetzt mal weg und schiebe mal hier mein Ergebnis der Alterung ins Bild. Letztendlich bin ich damit schon ganz gut zufrieden. Wie ich das gemacht habe, ich erzähle es jetzt nur kurz, weil es gibt so viele Filme und Tutorials hier in YouTube, wie man Wagen altert und was man alles machen kann. Ganz grob, ich habe teilweise Dinge abgeklebt, also zum Beispiel hier ein bisschen abgeklebt, hier sieht man es noch, oder hier noch ein bisschen abgeklebt. Dann bin ich mit einem schwarzen Washing drüber, wenn das trocken war, bin ich mit weißen Farbpigmenten drüber, weil ich wollte ja etwas die Farbe verblichen darstellen. Ebenso habe ich das Dach auch abgeklebt, hier seht ihr die Flecken. Und bin oben mit etwas Rostbraun drüber. Dann habe ich bei den Rädern etwas dunkel, also da bin ich auch mit einem Washing etwas dicker drüber. Dann etwas Pulverfarbe Rost leicht drüber gemacht. Die ganze Geschichte, wie es dann fertig war, habe ich mit einem matten Lack lackiert, damit die Pulverfarbe eben entsprechend grifffest ist. Und zu allerletzt habe ich hier noch versucht, so kleine Rostflecken drauf zu machen. Ja, das ist jetzt das Ergebnis, was bei mir rausgekommen ist. Und ja, wenn ich jetzt den neuen Wagen, den schachtelfrischen Wagen, neben den alten stelle, ich denke, ja, es geht. Also, was heißt es geht? Ich bin damit zufrieden. So wie der Wagen jetzt ist, gefällt er mir sehr gut. Und was ich jetzt mit dem anderen mache, weiß ich natürlich auch noch nicht. Vielleicht wird es ein Museumswagen. Ja, aber muss ich schauen. Muss ich schauen, was damit passieren wird. Ich habe den Wagen jetzt mal umgedreht.
Und ja, ihr habt es auf der einen Seite schon gesehen, die Tür ist halb offen und diese Tür ist ganz offen. Das ist das sehr Schöne an diesem Roggowagen, muss ich ehrlich sagen. Und ja, Roggo, da habt ihr mal mitgedacht. Es liegen entsprechende Austauschtüren dem Wagen bei und sie sind sehr leicht zu montieren. Man nimmt die Tür raus und setzt eben dann die entsprechende Tür rein, die man eben verwenden will. Ich habe dann auch so ein bisschen Expressgut noch rein und einen Bediensteten entsprechend. Der arme Kerl, ja, das muss ich jetzt einfach mal loswerden. Der arme Kerl ist jetzt eben da drin festgeklebt und er wird so schnell dann nicht mehr rauskommen. Es ist ja in der heutigen Zeit ein bisschen Mode, dass man sich irgendwo festklebt und ja, der hat es, glaube ich, ein bisschen falsch gemacht, weil da stört er niemanden und da will ihn mal keiner rausholen. Ja, jetzt ist er halt da drin, aber wir haben Freude an ihm, hoffe ich doch. Musste ich jetzt loswerden, sorry. Hier sehen wir also nochmal alle drei Wagen, so wie ich sie jetzt habe. Ja, das wäre jetzt nicht dreimal Oberfranken, wenn ich jetzt euch nur über diesen Wagen da ein bisschen was erzähle. Nein, wir sehen ihn jetzt im Einsatz und wir bleiben jetzt mal epochentreu, sage ich jetzt mal. Wir bleiben jetzt in den Jahren, in den Anfang 70er Jahren. Da sind bei uns die V80 noch gefahren. Wir werden jetzt sehen, wie eine V80 mit einem Güterzug kommt. Sie wird einen Wagen mitnehmen, wird dann die Zugkreuzung abwarten. Die zeige ich jetzt dann auch nochmal in Kurzform. Müsst ihr euch nicht den 45-Minuten-Schinken dann von ganz am Anfang reinziehen. Wir sehen die Zugkreuzung in Kurzform. Dann gibt es ein paar Bilder und dann gehen wir noch nach Michelau und sehen den Wagen mal in Übergabezügen, in ein paar Fahrszenen. So ist der Plan und jetzt legen wir mal los mit der V80. Wir sind jetzt in Waidhausen und ihr seht diesen Gepäckkarren. Der Bedienstete läuft gerade hin. Auf dem Kahn seht ihr also das Expressgut. Das konnte man ja noch etwas später anliefern als das Stückgut. Und ja, der Übergabezug wird wohl gleich kommen. Und dann werden die drei Kartons da in diesem BWGS einfach eingeladen und dann geht's mit ab nach Coburg. Die Übergabe hat nun Waidhausen erreicht mit der 280.010. Der Lokführer hat es ganz gut gemacht, direkt vor diesen Handkarren angehalten. Das Expressgut wird nun verladen. In Waidhausen steht noch ein Wagen, den nehmen wir noch mit. Und dann geht es rüber aufs Gleis 2, um die Kreuzung mit dem Personenzug abzuwarten. Ja, liebe Eismann-Freunde, die Stammzuschauer wissen ja, da hinten ist der Bahnübergang Salzgasse und ihr vermisst bestimmt das Pfeifen der Lok. Aber man glaubt das nicht, diese 280.010, die fährt noch analog. Und da habe ich doch gleich noch mal eine Frage an die Güterwagenexperten unter euch. Ihr seht bei diesem Wagen hier noch mal so, ich weiß gar nicht, wie ich das benennen soll, so ein Kapuff. Und da kann man reingehen, da ist eine Tür. Für was ist dieses Häuschen da gedacht? Das frage ich mich eigentlich schon länger, weil ich diesen Wagen oder solche Wagen auch schon bei uns auf der Steinachtalbahn gesehen habe. Und da ist immer so eine Blechbüchse noch dabei. Und ich habe mich schon immer gefragt, für was ist denn das eigentlich da? Den BWGS muss ich natürlich mal jetzt öfters ins Bild nehmen und auch etwas formatfüllend ins Bild nehmen, weil um den geht es ja heute in dem Film.
So, also der Übergabezug dann immer in Waidhausen am Abend dagestanden und hat auf den Personenzug aus Coburg nach Fürth am Berg gewartet. Der Personenzug ist eingefahren, hat kurzen Aufenthalt hier in Waidhausen und dann geht es gleich weiter Richtung Fürth am Berg. Unser Güterzug wechselt nun wieder auf Gleis 1, denn von da erfolgte die Ausfahrt. Das hatte folgenden Grund: Der Bahnhof war dann nicht mehr besetzt und das Gleis 1 diente dann als Durchfahrtgleis und konnte ja nicht mehr gestellt werden. Wenn der Güterzug auf Gleis 2 rausfährt, wer hätte dann die Weiche am Bahnhofsende stellen sollen? Sehen wir uns jetzt die Ausfahrt aus Waidhausen an. Danach gibt es ein paar Fotoaufnahmen und danach wechseln wir nach Michelau und schauen uns noch ein paar Züge mit diesem BWGS an. Wir sind nun in Michelau. Da ist einiges los an der Laderampe. Und auf Gleis 2 fährt ein Nahverkehrszug ein mit einer V100. Der wird wohl weiter Richtung Kulmbach-Neumarkt-Wirsberg unterwegs sein. Auch in Personenzügen ist es schon mal vorgekommen, dass so ein BWGS einspringen musste. Immer dann, wenn kein passender Personenwagen zur Verfügung stand, so auch in diesem Fall. Jetzt haben wir ein bisschen Pech, der hängt hinten dran. Da muss man jetzt mal schnell Rinder rennen, dass wir uns den PWGS mal anschauen können.
Eine Doppeltraktion mit den 218. Der hat es aber eilig. So, wunderbar. Unser Nahverkehrszug ist schon wieder zurück. Er ist wahrscheinlich nur bis Kulmbach gekommen und hat dann die Fahrtrichtung wieder gewechselt Richtung Lichtenfels. Wir sehen hier die Einfahrt im Bahnhof Michelau. Und da wird das Expressgut verladen. Und wieder sehen wir eine Doppeltraktion 218. Liebe Eisenbahnfreunde, das ist schon ein bisschen ein Vorgeschmack auf den nächsten Film. So viel darf ich verraten. Expressgut ist verladen, die Fahrt kann weitergehen. Liebe Eisenbahnfreunde, das soll es für heute gewesen sein. Wenn euch der Film gefallen hat, dann lasst mir doch bitte ein Abo da, einen Daumen nach oben. Und somit sage ich Tschüss und Servus, bis zum nächsten Mal.